erreicht. Herr Obert. Heiterers und jetzt Lempi. Schiedsrichter geht. Schießt und Tor! Sehr schöner Spielzug von den Eispiraten. Keine Chance für was. Beziehungsweise, denke ich mal, wird es nicht lange dauern und er wird seinen Goalie herausnehmen. Pohl, Lempi. Tor! Das ist die Entscheidung. Lempi ganz überlegt vor dem Tor. Verzögert, keine Chance für Fass. 2:0. Und da hat sich es wieder gezeigt. 58. Spielminute. Erik Lempi, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für das Team der Eispiraten. Ja, natürlich betretene Gesichter auf der Bank. Der Kaufbeurer, die Trainer stehen zusammen, beraten sich. Was machen wir? Ich denke mal, er wird Auszeit nehmen. Macht er es. 6:5. Und Höller, und das ist es. Jawohl! Martin Höller kann vor der roten Linie die Scheibe abfangen und schiebt zum 3:0 ein. Das ist nun die sichere Entscheidung in der 59. Spielminute. Ja, man spielt dann Sekt oder Selter. Und in dem Fall ist es Selter für unsere Gäste aus Kaufbeuern, Sekt für die Eispiraten. 3:0. Ihr hört's, wird runtergezählt, jetzt der Beifall, das Spiel ist vorbei, 3:0 schlagen die Eispiraten den ESV Kaufbeuren, festigen damit den 10. Tabellenplatz, ganz wichtig für die Pre-Playoffs.